ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ja, ganz allein fang ich sie mir, wenn ich Geduld habe. Und heute habe ich keine Geduld mehr. Ich habe 3 Millionen Milliarden Bälle nach Panzereron geworfen. Und dann habe ich endlich dieses Panzereron gefangen, nach gefühlten 10 Milliarden Mal um Hilfe rufen. Und danach hatte ich keine Lust mehr. Und dann sagt mir der Pokédex-Eintrag auch noch, ein Stahlflug-Pokémon vom Typ Flugstahl. Ich so, oh nein, you don't say. Und jetzt habe ich auf jeden Fall keine Lust mehr darauf gehabt. Hey, willst du kämpfen? Bei einem Kampf gegen einen Sammler kann man mehr über seltene Pokémon lernen. Nicht schlecht, oder? Wenn der jetzt nur ein Pokémon hat, dann lache ich ihn aus. Dann lache ich ihn sowas von. Du bist ein Sammler, du hast mindestens... Ui, 2 ganze Pokémon, Philipp. Na, da hast du dich aber richtig angestrengt, wa? Quarterback. Ein Affe. Cool. Der wie so ein Quarterback ist ein Quarterback. Und der macht die Pose wie ein Quarterback. Aha! Aha! Ah, ist das lustig! Gehen wir mal Funkenflug, mal gucken, was dann passiert. Los, Akani, Funkenflugattacke! Na, es hat gut gezischt. Das sieht nicht aus wie ein Affe, der eine Grimasse zieht. Aber meine Initiative ist stark gesunken. Egal, ich setze noch einmal Funkenflug ein. Aua, der Affe hat mich verprügelt. Und es ist eine Mehrfachtrefferattacke. Nur zweimal getroffen. Lame. Tschüss. Sehr gut. Ja, das kommt davon. Lämmer spielen, Junge. Stufe 33 in meiner Corny. Ja, als ich in die vielen Panzereron kämpfen, das hat Spuren hinterlassen, ganz ehrlich. Kommandotan. Oh, es ist auch ein Affen-Pokémon. Oh, Mann. Ich möchte meine Primarine einsetzen. Los! Akani, komm zurück! Primarine, du bist dran! Oh, Primarine, hast du gut gemacht! Alles klar. Ich benutze jetzt meine Z-Kräfte und ich setze Superwassertornado ein, weil ich den Primarine mal in ordentlicher Power sehen will. Mercury Power! Make up! Primarine, digitiert zu Z, Primarine! Super Wasser Tornado! Tschüss. Ja, Primarine, hast du gut gemacht. Boah, also was Blödes, jetzt muss ich dir wohl echt mein Wissen anvertrauen. Dabei war mein letztes Ass im Ärmel mein Wissen. Noch Mano. Was? Was? Hä? Sag mir, was sind deine Affen für Pokémon? Es lohnt sich, seinen Hals in die Luft zu recken, um auch schon noch Pokémon der Kategorie Meteorit zu halten. Ja, genau, ein bisschen wie ein Tortunator. Was? Wie auch immer, ich gehe jetzt hier runter. Dann muss ich nicht auf der Straße laufen und laufe Gefahr, von einem Bus, der aussieht wie ein Kokowa, überfahren zu werden. Allerdings treffe ich dann noch mehr wilde Pokémon. Ich könnte ausrasten, denn ich habe schon zu viele wilde Ibitak. Ich hab gedacht, ich treffe hier mal neue Pokémon. Seid einfach Ibitak, 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 Ibitak. Es waren halt sehr viele Vogel-Pokémon. Los, Akani, töte es mit Funkenflug! Verbrenn sein Gefieder! Fast. Fast. Akani guckt immer so schön. So, ist mir egal. Das ist Akani wirklich so einen richtigen. Es stört mich nicht. Tu, was du willst. Ist mir egal. Blick drauf. Nice. Tschüss, Mittag. Ja, gut. Ne? Ist hier vielleicht was versteckt? Nein. Wäre ich dann vielleicht doch mal nicht hier lang gegangen? Fotografieren? Nein. Komm ganz viel. Oh, das ist ein Schild. Was ist hier los? Gewusst wie? Im Trainerpassmenü kannst du jederzeit ein neues Passwort schießen. Ja, das stimmt. Oh, was ist hier los? Selbst im tropischen Klima von Alola kann es auf Berggipfeln ganz schön kalt werden. Aber ich, Shinji, habe jetzt zum Glück meinen Magma mitgebracht. Danke, dass du den Kokowai-Bus nimmst. Willst du zur Haltestelle am Fuß des Berges mitfahren? Nein. Okay, wenn du einsteigen willst, lass es mich wissen. Ich will da... Okay. Ach,
willst du jetzt doch mitfahren? Ja. Gut, dass wir gleich losfahren. So ein Zufall. Na, dann darf ich eben nicht den Weg laufen. Ich darf ja wirklich nicht lang laufen, ne? Nee. Was ist denn da? Da ist doch gar nichts. Nein, 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 da sind wieder Ibitak drin. Ich will jetzt nicht gegen Ibitak kämpfen. Ich habe schon ein bisschen zu oft gegen Ibitak gekämpft, wirklich. Also, ich habe ja sonst echt viel Geduld. Aber das war intens anstrengend. Hm. Na gut, dann den nächsten Pokémon-Kampf. Da habe ich richtig Lust drauf. Mensch, ein Krabox. Wer hätte denn das gedacht? Welch Überraschung! Wow! Ich und Akani sind total geflasht. Damit haben wir jetzt nun wirklich nicht gerechnet. Funkenflugattacke bitte. Los, Akani! Volle Power! Und Rip. Sehr gut. Wir sind richtig stark inzwischen. Wunderbar. Aber unser Akani ist halt einfach auch stark. Ist mit eins unserer stärksten Pokémon neben unserem Igamaru. Eine Hornbeere, sehr schön. Eine Seetangbeere, wunderbar. Weil ich brauchte ja eigentlich viele, viele wilde Pokémon. Ich hatte halt auch voll drauf gehofft. Denn ich möchte ja endlich 60 Pokémon in meinem Pokédex haben und so. Aber glaubt mir, echt nach dem 300.000. Ibitak hast du einfach keinen Bock mehr auf Flüchten zu klicken. Ist einfach irgendwann mal gut, weißt du? Es ist einfach irgendwann mal gut. So, wir sollten zum Professor. Wollen wir noch irgendwo anders hin? Wo genau wird er hier markiert? Achso, jetzt chillt wahrscheinlich da wieder. Nee, einen Stock wollte ich nicht. Ich möchte dann eigentlich auf jeden Fall weiterkommen hier auf der Insel. Möchte mich weiter umsehen. Und mal was erleben und nicht immer nur gegen 3 Millionen verschiedene Pokémon kämpfen. So, Professor. Kukui. Kukuk. Kukui. Achso, ich musste ja woanders hin. Der war ja nicht mehr hier, der war ja da drüben. Ja. Vergesst mich, ich war schon, ich habe gar nicht, das war ja da, das, diese Ibitak haben meinen Kopf matschig gemacht. Muss ich, ist so. Ich schwöre, es liegt an diesem Vogel-Pokémon, definitiv. Jetzt aber. Huch, was ist denn hier schon wieder los? Yo, 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 Kukui, Mann, leg dich nicht mit uns an, Mann, denn guck mal, wie ich kann, Mann, meine Arme moven zum Beat, zum Beat, zum Beat, das wird der Heat, der Heat, der Heat, der Heat, du und deine lame Maske, willst du uns täuschen, Mann, ja, darauf lach ich, Mann, nee, das kannst du knicken, Digga, denn Team Skull hat wieder mal alles voll durchschau, Tut mir leid, ich bin eine peinliche Person. Yo, yo, Kukui, oder Kukui oder so. Du willst eine Pokémon-Liga gründen, der leim ist ja schief. 4 Runden. Was? Refere ich alle auf einmal an. Niemand kennt sich mit Pokémon Attacken so gut aus wie ich. Sternschauer oder Einstein schicke ich euch in 4 Runden auf die Bretter. Wir regeln das mit einem Battle Royale. Digga, nicht dein Ernst, Mann. Mach ihn fertig. Sie schaffen das, Professor. Damit habt ihr euch übernommen, Team Skull. 3 Gegner auf einem Strich platt machen. Mir gefällt diese Battle Royale. Das ist Brumley. Hier kommt der Boss. Keine Bombe. Ey, deine Gnade. Ich bin ein Schlimm. Keine Gnade und so. Nein, ich bin ein schlimmster Raptor. Hier, ich bin der Größe. Ich bin der super krass böse Brumley. Aufgepasst, ihr Maden! Ich bin schon die Glotze auf, die Größe kommt zum Showdown zwischen Brumley, dem Anführer von Team Skull und Professor Kukui. Kukui, Kukui, einsam mit 2 Fuß groß gemeinsam. Wir hatten beide nicht das Zeug zum Kippen. Ich kann verstehen, dass du was Neues auf die Bahn stellen willst. Wir wären vernünftige Liga auch lieber als unsere komischen Inselkönige und Captains, diese überflüssigen Relikte aus der Vergangenheit und so, Digga. Es gibt nur einen Haken, mein Freund. Die Liga ist ja so überflüssig wie ein Kropf. Denn wie hier steckst, ist auch so schließlich voll links in Chinozone, Digga. Und da liegst du falsch, Brumley. Ich hätte durchaus Captain werden können, aber ich wollte lieber meinen Wunschtraum verwirklichen. Ha, witzig Wunschtraum, weil, verstehst du, das ist eine Pokémon-Attacke. Als ich auf der Suche nach einer Attacke war, mit der ich gegen alle gewinnen könnte, da hatte ich einen Geistesblitz. Sowas wie eine ultimative Attacke gibt es nicht.
Worauf es ankommt, ist die richtige Attacke zur richtigen Zeit einzusetzen. Das macht einen guten Trainer aus. Und damit Trainer solche Situationen üben können, brauchen wir eine Pokémon-Liga. Na los, Bromley, check doch mal, was du nicht nur eine große Klappe hast, sondern auch ein paar Attacken einsetzen kannst. Also, sofern du das kannst. Schließlich ist Mona auch mit von der Partie, stimmt's? Wie bitte? Nicht schon auf in der Wanderschaft, der du siehst dich ja gerade wie Halas Enkelkind aus. Hast du mich? War das gerade Sexismus? Das ist Mona, sie ist erst vor kurzem nach Alola gekommen und hat seitdem eine Menge Abenteuer erlebt, Entdeckungen gemacht und Erfahrungen gesammelt. Die Attacken, die Mona und die Rakani einsetzen können, haben jeden als den Jocken. Wenn du dich für den stärksten Trainer hältst, dann solltest du gegen sie kämpfen, Bromley. Jetzt mich dieser Attackenhaini auch noch auf seinen Armen in Schützling los. Was ist das denn zu dringend? Was hoffst du dir von dieser Sache mit der Inselwanderschaft, Digga? Ist mir eigentlich völlig egal, ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Was für ein Armutszeugnis? Und was ist schon gegen Koko, ja? Bevor ich dich so richtig platt mache, zerstöre alles, was so wichtig ist, Digga. Ey, ich bin Bromley, die Zerstörung in Person. Ich werde dir zeigen, was heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Mit Zerstörung meinst du dein Gesicht, oder? Weil das ist ja schon ziemlich krass zerstört. Boah. Krasse Mucke. Ich liebe dieses Team Sky Soundtrack, sind halt mega cool. Ich finde auch die ganzen Cosplayer und fassbar geil. Was zum Fick ist das denn bitte für ein Pokémon? Falls das überhaupt ein Pokémon ist. Das sieht mir aus wie ein Digimon. Du cheatest so. Ich will mich den Pokémon wechseln, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege auf die Phrase damit. Wie wär's mit Bumblebee? Bumblebee ist doch so, das ist doch, da kann doch nichts passieren. Das ist doch. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da für ein Pokémon vor mir steht, ne? Kalkklinge. Oh. Okay. Wow. Ja, wie wär's mit Mondgewalt? Und sei mal bitte schneller, Bumblebee. Oh ja, bitte. Und mach einen One-Shot draus. Bumblebee, ich vertraue auf dich. Das sieht nicht nach einem One-Shot aus. Dafür ist der Spezialangriff gesunken. Jetzt setzt wieder Kalkklinge ein und ich krieg total auf den. Oh nein! Oh, Bumblebee! I love you, my baby darling! Was hat denn bei mir eine hohe Verteidigung? Pampros hat eine hohe Verteidigung. Notfalls setzen wir Eisenabwehr ein und dann kannst du uns mal! Was auch immer du bist. Sieht aus wie eine mutierte Küchenschabe. Kann auch nicht nichts anderes außer diese heilige, verfickte Kacke. Das ist sehr effektiv. Entschuldigung. Ich wusste es ja nicht, dass das. Ich nehme dann mal Primarine. Ich habe doch keine Ahnung, was Kalkklinge für eine Attacke ist. So, prima, René, hast du gut gemacht. Oh, guck mal. Es ist ausgewichen. Wie wär's dann mit einem. Nee, ich nehme mal keinen Overkill. Ich nehme mal Schaumserenade, das hatten wir noch nicht. Wow, okay, das sieht geil aus. Hätte auch fast gereicht, ist nur nicht sehr effektiv. Ah, oh, die sind Volltreffer gemacht. Oh. Alles klar. Ein Ariados. Ja, weißt du was? Dafür nehme ich jetzt meinen Super Wassertornado. Oh. Lass mich nicht erschrecken. Mercury Power! Make-up und so. Bla bla. Hier, die geht hier zu. Hast du nicht gesehen? Mach mal hin, hau ihm jetzt. Komm schon, ultimativen Schaden auf den Typen ballern. Den Superwassertornado, hm? Haust mal richtig platt jetzt. Oh yeah! So geht man mit Spinnen und Ungeziefer um, hm? Tschüss. Tektas, ich möchte das Pokémon wechseln zu Togedemaru. Ich habe das Gefühl, dass mein Togedemaru da vielleicht arbeiten kann. Es ist süß, es glitzert. Und meine Güte, haben wir den Popo-Versorg bekommen. Hab ich einfach nicht gedacht, Digga. Hätte ich nicht gedacht, Mann. Ladungsstoß. Ja, aber das war sehr effektiv. Das habe ich mir jetzt gedacht nach Ausschlussverfahren. Hui, das waren Erfahrungspunkte.
Stufe 34 für Bundlebein. Sehr gut. Oder Bundlebee oder Umpam braucht Stufe 33. Sehr gut. Er abgefahren, du bist nicht abgefahren. Nein, der Zug ist vorhin abgefahren, als der Bus weg war. Was? Bromley, was triffst du denn da? Entfessel die zerstörerische Kraft in der Pokémon. Mona, richtig. Den Namen werde ich mir merken. Jetzt liegst du nur zufällig. Diss mich nicht, sonst hätte sich Tim und Karl auf dich. Ja, was hat dich bloß gewinnen lassen, ne? Schon merkt man, wenn er ernst macht. Gegen ein Kind auf Inselwanderschaft zu verlieren. Was für eine Blamage für Team Skull. Respekt, Mona, du hast dich wacker geschlagen. Ja. Mona, das waren ein paar spektakuläre Attacken. Ich bin beeindruckt. Ach ja, fast nicht vergessen, dir etwas Wichtiges zu geben. Diesen Tetris Skull solltest du Primarinus im Dragon geben. Der letzte Entwicklungsstufe des Robal, das du von Hala bekommen hast. Okay. Primarinium, cool. Sag mal, Mona, diese Maske, die du dabei hast. Du hast die doch von Marlon, oder? Ich kann dich dem großen Maskoyal für dich geben, er ist ein, ja, guter Freund von mir. Du bist Maskoyal, das weiß jeder. Aber egal. Ah ja, Mona, weißt du zufällig, wo Lili sich gerade herumtreibt? Hier bin ich. Und ich bin auch mit von der Partie, wir waren zusammen unterwegs. Und Dali ist sicher wieder in einem Malaschada-Laden und schlägt sich den Bauch voll. Haha, Mandy, der Wiesel-Inselwanderschaft ist ja genauso dick wie sein Opa. Ich war ganz schön in Sorge wegen euch, Professor Kukui und Mona. Mit den Schergen von dem Skull sollte man sich besser nicht anlegen. Ach, was? Ich bin ein paar Attacke in dem Kampf auszutauschen. Ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer richtig gerne zu lernen. Naja, ich werde mich dann mal auf dem Weg zum Mount Lana Kila machen. Die Geburtsstunde der Pokémon-Liga hat nicht, gibt noch viel zu tun. Halt auf deiner Inselwanderschaft weiter die Ohren steif, Mona. Dupdi-rapdi-dilli-dupdi-du. Mona. Pass bitte gut auf dich auf. Aha. Hey, Mona, du hast Chris' Prüfung bestanden. Stimmt's? Herzlichen Glückwunsch. Um an der nächsten Prüfung teilzunehmen, musst du zunächst zum Dorf der Kapo, das hinter Route 11 liegt. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Viel Erfolg, du schaffst das schon. Los, Lee, wir zwei gehen jetzt zusammen shoppen. Und da stehe ich wieder, geschlagen und prügelt. Gut, dann gehe ich mal meine Pokémon heilen. Das war ganz schön hart, der Kampf. Wenn man halt... Ich wusste ja nicht, was für ein Pokémon das ist und welche Typenschwäche es hat und so weiter und so fort. Also, das war dann schon problematisch. Man kann es sich halt auch denken manchmal, aber... Das Wissen um die Pokémon ist das A und O als guter Trainer. Wenn du weißt... gegen was ein Pokémon empfindlich reagiert, hast du halt so gut wie gewonnen. Das ist zum Beispiel etwas, was Ash ja nie begriffen hat in der gesamten Serie. Zwischendrin mal kurzzeitig und dann hat er es wieder vergessen. Ich weiß nicht, warum das bei ihm so krass ist. Aber das ist auch für mich teilweise verwirrend, weil ich nicht mehr ganz so deep im Pokémon-Business drin bin. Und ich glaube, ich werde jetzt hier noch ein paar Pokémon fangen gehen und ein bisschen meine Pokémon damit hochleveln, in der Hoffnung, dass ich hier ein paar neue Pokémon finde. Denn wir waren ja... Da scheint es auch auf jeden Fall noch ein bisschen abzugehen. Was ist hier los? Oh, das ist eine Trainerbrücke. Okay, cool. Eine Trainerbrücke kann ich mir auch mal geben. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Pokémon Mond. Oder Pokémon. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren und Bewerten. Und in der nächsten Folge gibt es dann die Trainerbrücke. Und hoffentlich kann ich dann auch mal ein paar Erfolge verbuchen. In Sachen Pokémon fangen. Ich fange auf jeden Fall nicht nochmal an Panzer-Aeron. Die Dinger sind ja schon echt stahlhart. Stahlhart.